Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist hier bei Habitat LP, meinem allerersten LP, worauf ich mich sehr gefreut habe, auf dieses Spiel es jedem zu zeigen, der es sehen möchte. Endlich mal in Deutsch, in Full HD. Durch ein Skript habe ich die Engine davon überzeugen können, mir das Scheißspiel in Full HD zu berechnen. Angeblich sind die Waffenmodelle etwas verzogen. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ansonsten können wir natürlich auch auf die Originalverhältnisse zurückstellen. Ja, ein Spiel von Anfang 2000. Ich habe es sehr geliebt und liebe es wahrscheinlich immer noch. Sehr witzig, grafisch für damalige Verhältnisse super. War nur ein wenig unerfolgreich. Manche sagen wegen der weiblichen Hauptcharakterin. Andere sagen, ja, aber angeblich, Quatsch, was heißt ja angeblich? Früher waren Spiele an sich natürlich nicht so erfolgreich, wie sie heute sind. So, wir legen mal los. Eins Spieler, neues Spiel, auf normal. Was haben wir hier? Kate Archer muss sterben. Kate Archer ist die Heldin. Ein Tipp, Sie können lernen, dass wir um Filmsequenzen zu überspringen ist, aber zu empfehlen, sich jeden Film anzusehen. Wenn es erstmal gespielt wird, achten Sie bitte, dass im Optionenbildschirm bla bla bla. Oh. Na? Video? Müsste jetzt ein Video kommen? Ja. Entschuldigung, Miss. Der Direktor hat ein Meeting mit Ihnen anberaumt. Gut, dann sage ich Ihnen, dass Sie gleich da sein werden. Mutter, ruf mich nicht dauernd bei der Arbeit an. Ich leite hier ein Syndikat. Was soll ich denn dann machen? Du bist ja nie zu Hause. Soll ich dir vielleicht eine Brieftaube hinterher schicken? Hör zu, ich muss los. Du weißt noch nicht mal, warum ich anrufe. Vielleicht kommst du nächstes Mal gleich zur Sache, statt mich eine Viertelstunde vollzusülzen. Dass du mir ja nicht auflegst. Hast du gehört? Ich muss was trinken. Sie wollten mich sprechen? Mr. Volkov benötigt deine Dienste. Er glaubt, dass heute Abend jemand unsere Party stört. Der ungebetene Gast soll sich dort wie zu Hause fühlen. Für immer. Wann ist meine Schuld beglichen? Wenn ich es sage. Ich verspreche, wir reden darüber. Aber Kate Archer muss sterben. Böser Mann. Einfach bei seiner Mama aufhängen. Sowas tut man ja wirklich nicht. Ja, das ziemt sich einfach nicht für eine Dame, einfach so die Mama wegzuhängen. Und Ladebildschirm. Unity hat Kate Archer nach Japan geschickt, um Gerüchten über ein Treffen internationaler Verbrecher nachzugehen, das in dem friedlichen Dorf Inodakimura stattfinden soll. Ihr Auftrag, die Teilnehmer des Treffens zu fotografieren, ohne ihr Misstrauen zu wecken. Als erstes muss sie Agent Isamu Hattori finden, der ihr weitere Informationen über ihren Einsatz geben wird. Er wartet irgendwo im Dorf auf sie. So, dann drücken wir mal die Beliebig-Taste. Ich werde hier warten. Bin ich in einer Stunde nicht da? Gehen Sie und informieren das Hauptquartier. Sonst sind Sie nicht so zynisch. Ist so eine Eingebung. Etwas an diesem Auftrag stimmt einfach nicht. Wünschen Sie mir Glück. Hattori-san wartet irgendwo im Dorf auf Sie. Na super. Ja, ich habe den Eindruck, das gesamte Spiel ist ein bisschen... Das Spiel nicht. Also wenn man den Kompass anguckt, der ist rund. So rund, wie er sein soll. Na, ja. Aber die Filmsequenzen sind auf jeden Fall etwas gestreckt. Ja. Suchen Sie nach Botschaften von ihm. Ja, was mache ich? Mister, ich spreche gar nicht mit russisch Akzent. Fertigkeitenpunkte, darauf kommen wir noch. Informationen über den Ninja-Clan in Inodakimura sind zwar immer noch recht spärlich, aber wir konnten die folgenden Details ermitteln. Ninjas werden so ausgebildet, dass sie für kraftvolle Angriffe auf ihre Gegner auch größere Entfernungen überqueren können. Sie verwenden Rauchbomben, um plötzlich zu verschwinden, und tauchen oft sehr nahe
bei ihren Zielen für einen Überraschungsangriff wieder auf. Ich hoffe, diese Information wird von Nutzen sein. Pass gut auf dich auf. Ja, es erdreistet sich der Pisser, mich zu duzen. So, los geht's mit diesem schönen Recurve-Armbrust-Gerät. Was haben wir denn noch so? Mascara-Betäubungsgewehr. Sehr nett. Und eine Spionagekamera. Wie sie gehört, ein Lippenstift. Und eine Schlüsselanhängerlampe. Yeah, das ist Spionageausrüstung. So, los geht's. Schauen, was steht hier? Agent und Archer. Manche bieten sich ihnen Gelegenheit zur Bonusmission, die sie absolvieren können, um zusätzliche Fertigungspunkte zu erlangen. Sie sollten nach Gegenständen wie Notizen, Aktentaschen oder Briefen Ausschau halten. Hier eine einfache, freiwillige Mission zum Üben. Ich habe 6 Seiten aus dem Unity-Handbuch überall im Gelände verstreut. Sammeln Sie alle ein, ehe Sie weitermachen. Santa. Aktionentaste. Bla bla bla. Okay. Wer lesen möchte, darf gerne Pause drücken. Also sollen wir 6 Seiten finden. Was war das? Nein, das habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Sag dem vollmechanischen Minervogel Mark 7 Hallo. Unser perfektes Kommunikationsmittel im Einsatz. Also dann, kann ich was für dich tun? Okay. Brauche Infos. Wenn du nicht weiter weißt, schau den Missionsstatusbildschirm an. Wenn eine Aufgabe nicht mit optional markiert ist, musst du sie lösen, um die Mission zu beenden. Bei manchen Missionen kannst du Parameter erhalten, die allgemeine Anleitungen oder Verhaltensmaßregeln sind. Übertreten auf eigene Gefahr. Das wären die Grundregeln. Noch etwas? Okay. Noch mehr Infos. Der Ausrüstungsbildschirm zeigt dir eine Liste aller Waffen und Geräte, die du bei dir hast. Wird ein Gegenstand dieser Liste angewählt, erscheinen detaillierte Beschreibungen und Zusammenfassungen verfügbarer Munitionsarten oder Gerätefunktionen, die ebenfalls hier angewählt werden können. Fertigkeit. Wenn du bestimmte Hindernisse überwindest oder Aufgaben erfüllst, bekommst du Fertigkeitenpunkte. Im Spielerbildschirm kannst du mit diesen Punkten deine Fertigkeiten verbessern. Okay, danke schön. Gucken wir mal rein. Dürfte der sein? Ja, es sind ganz naiv für Inventar drücken und so weiter, aber man kann auch einfach Tab drücken, kommt dann die Übersicht. Kate Archer muss sterben. Das ist seine optional. Sportarmbrust. Ja, hübsch. Hübsch. Da. Okay. Nichts dabei. Spieler, Ranganfänger, ja, ach. Da sind ja unsere Punkte. Weiter geht's. So, wie war das? 6 Seiten. Halt immer die Augen offen. Wie es damals üblich ist, gibt es keinen Knopf zum Sprinten. Noch gibt es einen Knopf, um irgendwas anzuvisieren. Also man kann zwar hüpfen, man kann schleichen, man kann sich auch ducken. Aber viel mehr Movement gibt's nicht. Gab's früher allgemein nicht. Braucht man jetzt nicht. Ich darauf hinweisen, ich könnte schneller rennen. So, was hier oben? Ist da was? Nein, ich hab die Seite übersehen. Komm her, Seite. Geheimdienst, Gegenstand. Es ist stets reisam, überall nach wichtigen Dokumenten zu suchen. Manche erhalten lebenswichtige Informationen für ihre aktuelle Mission. Andere können ihnen Fertigkeiten, Punkte als Belohnung geben. Aufgehobene Dokumente können während einer Mission jederzeit über den Geheimdienstbildschirm gelesen werden. Okay, dann machen wir das nicht. Du kannst die Treffsicherheit mit dem Fadenkreuz verbessern. Je verschwommener du siehst, desto ungenauer sind deine Schüsse. Schnelle Bewegungen stören die Zielgenauigkeit. So, was er meint, ist dieser leichte Wischeffekt am Fadenkreuz, der ewig lange braucht, um wegzugehen. Okay. Agent Archer. Wann immer es möglich ist, werde ich dafür sorgen, dass für Sie nützliche Ausrüstung und Munition am Einsatzort deponiert wird. Halten Sie Ausschau nach Weihnachtspäckchen wie diesem hier. Das ist aber niedlich, mein Freund. Ihr erhaltene Münzen haben einen höheren Wert als nur den Nennwert, denn sie können sie werfen. Wahnsinn, um Gegner abzulenken. Sie können sogar Gegner von ihrem Posten weglocken, indem sie eine Münze um die Ecke herum oder in eine Gasse werfen. Ach, richtig. Zum Thema Movement. Das kann man auch noch Ecke looten. Habe ich früher nie benutzt. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt benutze. Keine Ahnung. Bewusstlose Gegner, die bewusstlos gemacht werden, etwa durch einen Taser oder Schlafgas, machen irgendwann wieder auf. Sie können auch durch ihre Genossen wieder wachrüttelt werden. Man kann bewusstlose Gegner entwaffnen, indem man sie durchsucht und sie damit als Bedrohung ausschalten, solange sie sich keine Ersatzwaffe beschaffen.
Ja. Da bin ich kein Freund von. Denn da ist hier ja hauptsächlich um Hylographen, Polygon-Menschen geht. Ja, mach ich die halt kalt. Und fertig. Weil nur ein guter Gegner. Ha, nein, Quatsch. Nur ein toter Gegner. Vorsicht, ist ein guter Feinde Gegner. Feinde hören jedes deiner Geräusche. Also lerne dich leise zu bewegen. Okay. Deine Schritte können dich verraten. Aber zum Glück kannst du ja schleichen. Denk dran. Materialien wie Keramikfliesen verstärken Geräusche. Oberflächen wie Gras oder Schnee hingegen dämpfen deine Schritte. Pass auch auf, dass du nicht gegen Flaschen oder Windhafen stößt und Lärm machst. Und tschüss. Ja, so, dann ist was das noch einer. Noch ein Zettel. Waren das jetzt schon alle Zettel? Ich weiß es gar nicht. Mal schauen. Lalalalala. So, hier ist Hitbox, Hitbox. Ja, ordentliche Wand. Ja, das ist jetzt übrigens ein toter Gegner. Das beinhaltet quasi nur einen Rucksack. So, an alle Clan-Mitglieder. Wir erwarten, dass die Spionin von Osten her in das Dorf hineinkommen wird, wo die meisten Touristenattraktionen zu finden sind. Natürlich! Es ist aber ebenso möglich, dass sie sich aus Richtung der Wasserfälle nähert. Bitte meldet euch heute Abend pünktlich an den euch zugewiesenen Posten. Am besten esst ihr noch vor eurem Schichtbeginn, da unser Lebensmittelbudget durch den Angriff auf das Hauptquartier des Oshi-Clans im letzten Monat bereits... Irgendwie fehlt mir was. Ne? Obwohl das Interface komplett bis unten ist, fehlt so ein bisschen diese Briefreste. Patrouillen. Ja. Es tut mir leid, aber ich kann da jetzt nichts gegen machen. Naja. Ja, ich weiß nicht. Wenn es Leute gucken, ihr könnt da gerne schreiben, ob ich die Auflösung beibehalten soll. Auf Full HD. Quasi im Spiel ist ja alles okay. Oder ob ich auf das normale Format gehe, dann haben wir links und rechts auf jeden Fall schwarze Balken. Das ist natürlich nicht so schön. Naja, ich spiele jetzt erstmal weiter. Weil aufnehmen tue ich so oder so. Und jetzt reinquatschen bringt auch nichts. Weil für dich jetzt vielleicht heute, für mich ist vielleicht vor einem halben Jahr. Wer weiß. Bekanntmachung. Heute Abend gilt eine obligatorische Ausgangssperre von 18 bis 6 Uhr. Wer sich während der Ausgangssperre im Freien aufhält, muss mit strengen Strafen rechnen. Stellvertretender Vorsitzender. Ja, dann wäre es doch clever, wenn wir jetzt um, sagen wir mal, 18.30 Uhr angreifen würden. Weil dann hätten wir relativ wenig Gegenwehr, würde ich jetzt mal behaupten. Infiltrieren. Das gilt schon als Infiltrieren. Ja, gucken, gucken. Oh, da ist eine. Okay, ja, komm, wieso erwisch? Zack, zack. Fuck. Okay. Feinde solltest du unbemerkt ausschalten. Wenn sie dich sehen, rufen sie und schlagen Alarm. Ja, und lass keine Rucksäcke herumliegen. Schaff sie etwas aus dem Weg. Geschenk, 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 Geschenk. Yes. Nimm. Oh, Giftfall. Giftfall. Wie nehme ich die? F, glaube ich. Yes. So. Ja, ich habe schon ein bisschen getestet. Natürlich. Wie gesagt, etwas schwierig, das alles so ans Laufen zu kriegen. So alte Spiele, dass man auch speichern kann und sowas. Das ist nicht selbstverständlich. Und hier kann man nicht rein. So, kommst mit. Ich leg die Mütze im Zettel leer. Komm her. Tschüss. Oh, was war das? Was war das? Ach. Da ist ein behinderter Gegner dahinter oder was? Was ist denn hier los? Verstecken. Immer wenn man ein mögliches Versteck betritt, erscheint. Ach so. Okay, wenn sie völlig reglos stehen, sind sie sofort versteckt. So, die Gegner können sie nur sehen, wenn sie ganz nah herankommen. Sie bleiben versteckt, solange sie sich im Versteck aufhalten und sich nicht schnell bewegen oder Waffe abfeuern. Wenn sie sich nicht verstecken können, weil der Gegner weiß, wo sie sind, ist das Symbol durchgestrichen. Ah, okay, ich dachte schon, ich werde hier gesehen. Nein, ich werde hier nicht gesehen. Okay, so. Beziehungsweise geduckt, ich kann noch schleichen. Du kannst um Ecken spähen und sehen, was vor dir liegt. Aber irgendwann bemerken dich die Gegner. Also mach es kurz. Yes, okay. Okay, ist hinter. Ups. Oh, fuck.
Oh nein, hab ich nicht. Plopp. Aha. Ja, mit diesen Giftpfeilen. Oh shit. Und dann noch die Schuhe. Hol den Lieben aus. Tut mir leid. Wo bist du? Schwierig. Jetzt hast du ein Problem. Oh fuck. Ah. Nein. Es wurde Alarm gegeben. Ich hab dich. Oh. Okay. Ja, lauf, lauf! Oh, ja, lauf, ist so. Natürlich, gut gesagt. Ja. Renn du kannst nicht. Oh. Gott, nee, halt die Schnauze. Nur im Quasseln, die Alte. Ja, Schuriken. Also, entweder bin ich richtig erwischt. Oder die sind einfach nur ein bisschen zu schäbig. Machen also nicht genug Schaden. Oh, noch eine. Ah, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Hopp. Oh, shit. Panzerung. Oh. Also das hatte ich auch schon mal besser drauf gehabt. Soweit ich mich erinnere. Komm hierher zurück. Jetzt hast du ein Problem. Da. Ja, na jetzt komm her. Komm her. Eins. Ich hab die Schnauze voll. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt elegant, aber wirkungsvoll. Ja, komm, ich bin erst halb tot. Komm her. Na, jetzt bin ich ganz tot. Okay. Das ist nicht Sinn der Sache, dass ich ganz tot gehe. Ja, das habt ihr gut erkannt. Beim Schnellladen. Ah, ist Energie. Ja, okay. Was war denn das? Ach, das ist doch gar nicht. Na, ich mache hier. Ja, schnell laden kann man auch. Vielleicht sollte ich das auch mal tun. Aber wenn ich die ganze Zeit mit Quasseln beschäftigt bin, ist das so. Wartet irgendwo im Dorf auf Sie. Ja, warte mich jetzt wieder voll. Nein, ach nein. Ich spule das Ganze mal ein bisschen vor, das kennen wir jetzt ja alles. Da habe ich schön Scheiße gebaut jetzt. Psst. Nein. Nein. Ich möchte kein E kaufen. Och Mann. Ja, Santa. Santa, sag dem vollmechanischen Minervogel Mark 7 Hallo. Unser perfektes Kommunikationsmittel im Einsatz. Also dann, kann ich was für dich tun? Dann fängt natürlich alles super an, ne? Ich melde mich. War richtig geil früher. Und jetzt will ich dann zeigen, wie geil das war und was passiert. Ich verreck natürlich bei den ersten 5 Gegnern. Klasse. Du kannst die Treffsicherheit mit dem Fadenkreuz verbessern. Genau, was hier los ist. Je verschwommener du siehst, desto ungenauer sind deine Schüsse. Schnelle Bewegungen stören die Ziele. Ja. Schnelle Bewegungen, bla. Probierst du es nochmal ein wenig mehr sneaky. Ich hoffe, das klappt besser. Vorsicht! Feinde hören jedes deiner Geräusche. Also lerne dich leise zu bewegen. Okay. Deine Schritte können dich verraten. Aber zum Glück kannst du ja schleichen. Denk dran. Materialien wie Keramikfliesen verstärken Geräusche. Oberflächen wie Gras oder Schnee hingegen dämpfen deine Schritte. Pass auch auf, dass du nicht gegen Flaschen oder Windhafen stößt und Lärm machst. Ja. Jetzt weiß ich's auch. Mann. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich früher mal gestorben bin an der Stelle. Mal speichern. Aha. Komm her. Bekanntmachung kennen wir. So, aber da wäre es doch umso sinniger, dass man nicht vor 18 Uhr hier reinbricht, oder? Und wenn die Sonne geht unter, vielleicht haben wir es ja schon 18 Uhr. Dann müssen die gleich alle ins Bett. Da. Zack. Gute Nacht. Geht doch. Feinde solltest du unbemerkt ausschalten. Wenn sie dich sehen, rufen sie und schlagen Alarm. Und hab ich lass gemerkt. Keine Rucksäcke herumliegen. Schaff sie etwas aus dem Weg. Okay. Man sollte sich anscheinend wirklich ein bisschen dran halten, was die einem so erzählen. Dann haben wir es vielleicht ein bisschen einfacher. Mit einem Geheimnis. Okay. So, den kennen wir. Ja, Vorsicht. Speichern. Du kannst um Ecken spähen und sehen, was vor dir liegt. Aber irgendwann bemerken dich die Gegner. Also okay. Mach es kurz.
Wer war das? Da! Ha! Halt's Maul. Krepier bitte. Kein Alarm. Kein Alarm. Kein Alarm. Bitte, bitte, bitte. Ah, ah, Alter. Hab ich jetzt gar keinen Bock drauf, nochmal die gleiche Geschichte zu erleben. Weißt du, sein lassen wir mit LPs machen. So, ein bisschen aus dem Weg räumen, hat er gesagt. Dann machen wir das doch. Dann klappen wir die erste zu räumen und dann zu besuchen. So, Pfeil, Pfeil, Schuriken. Giftpfeile ignoriere ich jetzt mal. Also die zum Nutzen. Oh, kann ich? Nein, ich bin so mächtig. Mein unfassbarer Skill hindert mich daran. Hier kann ich nicht lang. Da, da gucken. Ja, wie gesagt, von der Grafik her, kann man eigentlich nichts sagen. Ich meine, das ist jetzt, wie lange her? 13 Jahre, das rausgekommen ist. Ist okay. Sieht ungefähr aus wie Half-Life 2, würde ich jetzt behaupten. Ein bisschen schlechter und hat natürlich keine Physikeffekte, deswegen springt diese Person auch ein wenig komisch. Deswegen gibt es keinen Bullet Drop. Und so Klöte rein. Okay, was hier? Ja. Ich hab Hunger. Oh. Du hast gerade gegessen. Was soll ich tun? Bei Stress esse ich eben. Warum okay. Hast du Stress? Ich hab heute ein mulmiges Gefühl. Wegen einem kleinen Spiel. Was? Nein. Kenji sagt, will sich später mit mir treffen. Ich glaube, er will Schluss machen. Meine Großmutter sagt, man soll seinen Mann jeden Morgen vergiften, ehe er geht. Sagen, er bekommt das Gegengift, wenn er heimkommt. Welches Gift soll ich nehmen? Meine Großmutter kann dir bestimmt eins geben. Sie braucht es nicht mehr. Sie hat keine Angst, dass dein Großvater wegläuft? Kann er nicht. Er ist gelähmt. Man muss vorsichtig mit der Dosierung sein. Ja, geil. Solche Kleinigkeiten vergisst man natürlich sofort wieder. Wenn man das mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr gespielt hat. Das sieht nach Ärger aus. Das sieht nach Ärger aus. Jetzt hast du ein Problem. Ups. Ja, hier bin ich. Ich hab dich. Oh. Verstecken, verstecken, verstecken. Na, ja, klappt das noch? Jetzt komm ich! Nein! Nein! Komm her! Oh, ich weiß, dass du da bist. Ja, ich bin vor dir, du olle Zippe. So, verrecke. Dankeschön. Sehr freundlich. Was ist los? Wo? Du hast keine Chance. Schnell, wenn das kein Bullet Drop gibt? Ja. Komm her. Ich höre schon wieder irgendwas. Okay. Pack den Rucksack ein, Habi. Pack den Rucksack ein. So, weg damit. Ja, mal schön den Opa vergiften jeden Tag. Zack. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich früher, da war ich ja noch ein junger Bube, auch so viele Probleme hatte mit der Passage. Das dauert jetzt schon ein bisschen. Na, 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 na. Na, gucken. Nix da. Okay. Katana. Ausruf zeigen. Und ein Giftpfeil. Okay. Die Textur nicht mehr ausgereicht für drei Rucksäcke, oder wie sieht das aus? Okay, komm her. Ach, Pflaster! Ja, da geht's nicht. Okay. Und hier, in den Rucksackladen. Was ist das? Pflaster. Kann nicht benutzt werden. Weil ich so imbar bin, ich weiß. So, was haben wir hier noch? Nichts. Auch nichts. Versteck. Hätte ich auch noch? Nein. Okay, nochmal schnell speichern. So. Gucken, was ist hier los? Nichts. Ja. Aha, okay, das Zeichen, genau. Für einen Levelwechsel. Möchtest du am Wochenende in Nagoya shoppen gehen? Kann nicht. Ich habe ein Attentat. Lass es Haruko machen. Die ist noch wütend wegen ihrer Katze. Was ist mit Yuki? Ich frage sie. Sag mir Bescheid.
Wisst ihr, was das Witzigste ist? Früher hatte ich auch mal eine Katze, die hieß Yuki. So, und damit bedanke ich mich. Das war die erste Folge von No More Lives Forever 2 auf dem neuen, besten, überhaupt existenten Let's Play-Channel, den es auf der ganzen Welt gibt. Ja, Habitat LP. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich sag mal, bis morgen oder so.